I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Mein Zimmer ist geschmolzen. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ach. Ich muss jetzt andersrum spielen. Ich weiß, wie so ein Grammophon funktioniert, nur mit der Maus ist es gerade echt. Hätte ja sein können, dass noch mal irgendwas hier drin ist oder so. Ich weiß, es gibt multiple Enden. Jetzt habe ich so eine komische Flasche. Oh. Die brauche ich wohl für hier. Ah, das sind diese komischen Dinger, die wir finden. Die werden hier aufgehängt. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht. Und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Die ganze Zeit leidender Künstler. Unfug hat... Achso, diese ganze leidender Künstler... Dieser, Alter, dieser ganze leidende Unfug. Ihr wisst, was ich meine, was jetzt aufzuhören hat. Meine Güte. Habe ich jetzt für... Huch, ja, mit der Dings komme ich da nicht. Ich kann mir das hier nicht mehr angucken. Ah, jetzt. Ich stand wohl zu nah. Haben wir denn noch irgendwas an Briefen gefunden? Das ist My Love. Der 4. April. Also wenn wir das alles füllen müssen, haben wir echt noch einiges vor uns. Form emerges. Form tritt heraus. Was hat der gemacht? Ich meine, ein Stück Haut als Leinwand? Haben wir jetzt Blut zum Malen? Oder was ist denn mit meinem Tisch hier? Der ist geschmolzen. Hass, selbst jetzt, verloren, alleine, du verdienst es, ein Grab für dich, beende es. Könnte eine Höhle sein, aber... Ja, das ist jetzt das Blut.
Oder sammle ich Dinge, um ein Ritual zu vollführen, um meine Frau, die vielleicht gestorben ist, wieder oder sich vielleicht auch umgebracht hat, wieder zu erwecken oder was? Ich meine, ich traue dem Spiel ja alles zu. Hat sich irgendwas getan? Ich glaube, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Kann das sein? Oder täusche ich mich? Ich täusche mich vermutlich. Was ist denn damit? Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Schöner Flachmann. Some liquid courage of your grand art opening. Sollte ich ein bisschen Mut antrinken für seine Eröffnung? Oh Gott. Eindruck, ich übersehe so viel. Ich weiß auch nicht. Gucke ich nicht genug? Das ist Piano. Da sind Ketten drum. Ja. Ich kann da nicht hin. Sind wir gerade in unserer schizophrenen Psychose oder sowas? Gott, es ist jetzt dunkel. Ach, Gott sei Dank ist es ein bisschen heller jetzt. Bewegt sich doch was. Das Ding da. Na toll. Hauntings. Knock, knock. Knock, knock müssen wir auch nochmal wieder spielen. Quälende Imitatoren. Klopf, klopf, klopf. Ich lass dich nicht herein. Nur Kleider hinterlassen. Ich will nicht dahin, wo das Ding da ist. Jetzt ist es weg. Wir haben wohl näher ans Fenster rangehen müssen. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst, aber da bin ich jetzt auch im Moment gerade nicht böse drum. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch aushalte. Schlecht wird mir zwar gerade nicht, aber... Creators Block? Kreative Blockade. Ich will mich nicht umdrehen. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Was mache ich jetzt? Das ist so ein Wartending oder ein... Oh, fuck.
Ja, jetzt schickt mir auch noch Flynn was per WhatsApp, was jetzt gerade so aufgeleuchtet hat, weshalb ich mich voll erschreckt habe. Was ist das denn? Entschuldigung, ich muss gerade mal. Oh. Bild von ihren Katzen. Okay. War jetzt so ein bisschen erholsam. Katzenbilder gehen immer. Ist was drin? Nein. Sieht was aus, als würde hier jemand liegen. So ein bisschen. Die Dame sieht irgendwie sehr maskulin aus auf dem Foto, auf dem Gemälde. Ich weiß auch nicht. Juni nicht vergessen. Der 9. Juni. Geburtstag? Birthday? Also. Kindgeburtstag? Das mache ich mit Sicherheit nicht aus. Ich bin doch nicht verrückt. Schränke sind leer. Tut langsam tatsächlich ein bisschen mein Herz weh. Es ist noch nie so gedingst worden, noch nie so beansprucht worden. 15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Das haben, glaube ich, aber wir geschrieben. Glaube ich. Sehe im Balkon, aber ich kann die Tür nicht öffnen. Schade, sonst hätte ich mich da runterstürzen können. Wieso kann ich gerade nicht laufen? Wieso ist die Tür von selber zugegangen? Oh, schon wieder. Zettel? Scheinbar nicht für uns. War das jetzt hier oder draußen? Ich habe gerade einen Knall gehört. Könnte aber noch draußen sein. Es sind immer noch ein paar Penner unterwegs. Die Böller knallen. Natürlich ist es abgeschlossen. Warum denn auch nicht? Mach das nur, damit ihr mehr seht. So was wie ein Foto, was ich aufheben kann. Warum kann ich es nicht aufheben? Ist hier ein Zettel, wo ich lesen kann? Nee. Ist hier was drin? So dieses komische, übliche Ding. Ist hier irgendwas drin? In den Schränken? Die benutzen?
Kann ich tatsächlich. Bringt mir nur hier nichts. Kann ich das verschieben? Schlüssel. Ist der Schlüssel vielleicht für oben? Das möchte ich ganz gern erstmal ausprobieren. Warum kauft man sich ein Haus mit so vielen Treppen, wenn man nicht gut zu Fuß ist? Ist tatsächlich für hier oben. Oh. Bestimmt ein Bild für unser Album. Da ist ja noch eine Tür. Ach, von der kamen wir. Entschuldigung. Also, das war jetzt tatsächlich, glaube ich, was Optionales. Weil uns diese Tür in Anführungsstrichen nur ein Foto gebracht hat. Für ein Geräusch. Ist das ein Telefon? Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in diese Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass sich Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihren Gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie ihre Frau, nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder nervendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptomen, die Sie erwähnen, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern scheinen eher physiologischen Ursprung zu haben, sondern scheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Entschuldigung. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all Ihre Stärken und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne mit meinen Kollegen oder nee, dürfen Sie gerne meine Kollegen oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll irgendwas, noch so ein verdammter Quacksalber. Robert Richards. Another fucking... Okay. Es hat irgendwie alles nicht mehr so hingepasst.
Vielleicht, wenn man die Schrift ein bisschen kleiner gemacht hätte und das hier vielleicht noch ein bisschen mehr genutzt hätte, dann wäre es vielleicht drauf gekommen. Entschuldigung, dass wir jetzt uns die ganze Zeit dieses nervtötende Geräusch anhören mussten. Ich kann damit nichts machen. Einfach weitergehen? Ich verstehe nicht, was ich jetzt machen soll. Da sehe ich wieder irgendwas. Irgendwas Kleines. Vielleicht hier irgendwas im Schrank drin sein. Das war wieder dasselbe. Muss ich mal andersrum gehen? Yes, because.